Hey Leute, willkommen zu einem neuen Gameplay. Heute spielen wir zusammen Winter Survival. War auf meiner Steam-Wishlist und es ist da und ich dachte mir, ey komm, das holen wir sofort. Das sah eigentlich ganz gut aus, also als ich mich schon mal damals angeschaut habe und dachte mir, komm, wir versuchen es einfach. Wir versuchen im Winter zu überleben, wie spielen. Ich habe jetzt ein bisschen Audio schon mal umgestellt und so, Grafikeinstellungen sind auf hoch. Wir gehen einfach rein. Aha, aha. F7, falls wir Probleme haben, alles klar, also. Endlos. Kältewelle. Ich würde sagen, wir machen Geschichte einfach, ne? Endlos wahrscheinlich einfach. Man startet einfach und spielt einfach drauf los, denke ich mal. Geschichte. Wir machen Geschichte. So, ja, also Entdecker. Leichter Kampf, automatische Aufspießen und geschwächte Raubtiere. Aha. Was ist das hier? Ist das jetzt sehr schwer oder ist das eher so ein normaler Modus? Gefährliche Raubtiere, unbarmherziges Wetterstein, da übrigens kommt eine harte Probe. Solltest du... Ich würde sagen, wir machen vielleicht erstmal auf Entdecker. Ich denke, wir können das Ganze bestimmt noch umstellen, weil ich glaube, ich bin nicht so heftig, ne? Ich glaube, ich würde sonst direkt drauf gehen. Also, wir starten. Achso, ich muss schon bewegen, also. Ein Telefon. Mom, bist du's? Das ist noch so ein ganz altes. So ein altes Haustelefon, so ein ähnliches hatte ich. Ist das meine Vergangenheit? Yo, it's me, Joel. I'm going on a trip with Mike. Care to join us? Nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Also ich bin eigentlich. Ich wollte eigentlich gerade zocken. Great, I'll pick you up tomorrow. Was? Danny. Come and feel it. Ich hab doch nein gesagt. Honey, I'm waiting. Alter, hast du eine Kiste? Benutzen. Meins schaut keiner zu, oder? Na dann. Oh, nein. Did you feel it? Nein. Wonderful, isn't it? Danny? Die ignorieren mich einfach. Do you have to go? Danny, what the hell? Get up and help us! Meine Holzlady. Ich dachte, ich habe jetzt hier ein bisschen Spaß oder so. Ah ja, ist ja gut. Ein Stock, der im Holzstumpf steckt. Ein Stock. Keine Axt. Okay. Wo ist meine Holzpuppe? Wo mein Holzbaby? It's gonna be okay. Just breathe. Ah! Joel! Are you hurt? No. Good. Remember the cave? Go there and hide. I'm gonna look for Mike. All right. I'll never get there alone. You will. Just keep the radio on. I'll tell you what to do. Nein. In so Momenten sollte man sich doch noch, sollte man sich nie trennen. Bitte nicht. Geh durch die Büsche. Boah, warte mal. Die Geschwindigkeit ist ziemlich schnell eingestellt. Ob wir uns dran gewöhnen oder ob ich das ein bisschen runterstellen sollte. Ich werde schauen. Ich lasse das erstmal so. Durch die Bücher. Warte, kann ich mich auch ducken? Aha. Sollte ich mich vielleicht auch ducken? Denke noch nicht. Ah, doch. Fuck. Wait. Up on the ass. I'll give you a signal. Oh, oh, da. Also ich glaube, ein echter wäre ich jetzt schon Wolfsfutter. Ich glaube, da hätten die mich schon weggemampft. Ein paar Bücher bringen da, glaube ich, eher wenig, ne? You know what to do. Da lang, okay. Aber warum kommt der nicht mit? Warum muss ich nur vorlaufen wie so ein Leckerli? Warum macht man das nicht gemeinsam, falls die Wölfe angreifen?
dass man sie überwältigt. Nein. Ray wird vorgeschickt. Kannst du irgendwie Stöcke sammeln? Nee, ne? Was ist da hinten? Ich erkenne das so schlecht. War da ein Bär? Nee, oder? Those bastards are blocking the path. Distract them. See that crow over there? Try to scare it away. Krähe. Ja, ich sehe sie. Schnee aufheben. Okay. Nicht schlecht. Ach so, nee, kein Bär, das ist ein... Okay. Also... Wir wissen Bescheid. Schnee sammeln. Schnee wer... Oh, warte mal, da sind ja schon wieder welche. Ist hier noch irgendwie... Ist da oben wieder eine? Ich sehe es nicht. Sollte ich wieder irgendwie... Irgendwo Schnee hinwerfen? Ich höre doch einen. Aber wo? Oh! Ich habe doch gerade noch eine Krähe... Hinten ist aber keine, oder? Wie kriegen wir die beiden da weg? Hä? Da oben. Muss ich den nochmal abwerfen? Ich weiß es nicht. Na? Aber wie komme ich an denen vorbei? Oder muss ich einfach im Busch bleiben? There's nothing I can use to distract them. Doch, ich habe einen Schneeball. Aha, okay. Ich habe einen Schneeball. Passt lieber auf. Ich glaube, wir können jetzt wieder... was? Oh. Ihr wie nicht bewegen, lieber runter. Oh. Ja, direkt hoch, klar, natürlich. Natürlich. Wölfe, Bären. Es fängt sofort schlimm an, ne? Und nun? Kann ich einfach durch? Oh, oh. Okay, Wölfe. Oh. I can't, Mike. Joel? I can't hear you. Joel? Okay, first drink something, then think. Okay, sind mir ja nicht gefolgt, oder? So, Inventar öffnen. Erstmal was schlürfen, okay. Schnell Zugriffsslot, okay. Alles klar. Taschenlampe, aber die müssen wir nicht da draufhauen, oder? Flasche aber. Machen wir einfach mal auf die 1. Ob die Taschenlampe. Oh. Brauchen wir auch Batterien, ne? Also ich darf die jetzt am besten nicht zu viel verbrauchen und ich sehe gut aus. Ich sehe gut aus. Verdammt gut. Er hat nur dran genippt. Das reicht. Achso, gedrückt halten, also. Aha. Wollte schon sagen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ich mach mal die Lampe aus. Ich würde sagen, das ist noch okay. Lieber die Batterie ein bisschen spannen. Ah, guck mal hier. Sehr gut. Um zu waschen, ja. Muss ich... Was? Ich muss mich ausziehen. Warte mal. Genau, mach die mal schön voll.
some deeper snow. So, genau. Sehr schön. Muss ich mich denn waschen? Warte mal, Inventar, genau. Hier ist nicht irgendwie, dass ich irgendwie dreckig wäre, oder? Sollte ich es machen? Kann ich irgendwie Doppelklick oder muss ich mich so ausziehen? Nee, okay. Sollen wir anscheinend auch nicht machen. Hol dir deinen Atem zurück. Was? Hab ich keinen Atem mehr? Man, you scared me. Oh. Sorry. I think I'm still in stealth mode. I need to catch my breath. What about Mike? Can't see anything in this weather. We need to wait till morning. Okay, so then what? We need to rest and eat. Right. Fire. I can make a fire. You taught me how. Great. Make it somewhere nearby. And check my backpack. The rest should be just lying around. Okay. Alles klar. Her damit. Noch mehr Steine. Was habe ich aufgefüllt? Das heißt, wir können uns das gleich warm machen. Abkochen. Wie Steine brauche ich ja noch? Ja, sicher? Okay. Aha, Herstellungsfenster Kategorien unterteilt. Alles klar, klingt logisch. Und dann haben wir hier das Lagerfeuer. Hä? Warte mal. Wo ist das Lagerfeuer hin? Habe ich es hergestellt? Nee. Ich glaube, ich habe da gerade, Ah, okay. Es ist ziemlich groß. Wir hauen es dann hier hin, wo es ja auch hin soll. So, Essen. Aha, klar. Anzünden, damit du es kochen kannst, natürlich. Mhm. Brennstoff. Mit der rechten Maustaste, alles klar. Leerer Platz. Es ist gar ist, alles klar. Aha. Interessant. Wird Kohle produziert. Okay, das ist auch gut zu wissen. Kannst du das Klicken anziehen, Taste entfachen. Alles klar. Sollen wir direkt alles reinhauen? Oder können wir das irgendwie splitten? Rechtsklick irgendwie. Ich glaube, wir müssen es einfach rein... Hä? Ach so, da sind schon Stöcker drin, ne? Die Wurscht. Okay, und woran erkenne ich jetzt, dass die Wurst durch ist? Ah, da, okay. So, wir warten mal ganz kurz auf die Wurst. Riechen die Wölfe das nicht? Ja, ich wollte schon sagen, das lockt Tiere an. Oh, hätten wir eine geile Waffe. Wir könnten dann einfach Bären... Ja, super. Hätten wir die Wurst nicht einfach so essen können? Oh. Es wird mein Freund gefressen. Na super. Unsere letzte Wurst. Ich meine, wir haben hier da noch eine. Wenigstens das. Do you see these footprints? What the hell did he eat to grow this big? Other bears. People? Bears don't eat people. Oh doch. Okay, ist da noch irgendwie ein Rest oder so? Fleischabfälle. Oh ja, geil. Wir haben noch Fleischabfälle. Oh, disgusting. Not that we have anything better. Yeah. Okay. Na dann haben wir keine andere Wahl, ne? Dann essen wir. Was ist, wenn ich durch Feuer laufe?
at least shelter. What about Mike? Don't worry. We'll find him too. Das hoffe ich doch. Einfach hier auf dem Boden pennen? Schlafsack, hä? Hab ich einen Schlafsack? Hä? Oder hab ich hier den... Oder muss ich einen bauen? Muss einen Schlafsack bauen? Also nicht, dass ich wüsste hier. Lege den Hä, aber was für ein Schlafsack? Sind nur dicke Abdrücke. Das Feuer, sollten wir es auch ausmachen, oder? Weiß nicht. Wenn ich jetzt hier hingehe. Ich habe keinen Schlafsack. Oder habe ich irgendwas verpasst? Taschenlampe, Felsen. Ach so. Ich dachte, es wäre eine Wasserflasche. Ich dachte, das wäre eine Wasserflasche, Leute. Ohne Witz. Ach, schön ist das Leben. Lass ich raten, er stirbt gleich. It's gonna be fine. Give me a break. I'll be back soon, okay? Come on, guys, wake up. Shit, we're late. There's the bus. Danny, run! Wake up! Run! Das ist aber nicht gut, oder? Ist auch sehr schlau, glaube ich, in dieser Höhle zu bleiben, oder? Ich meine, der Bär kam gerade, hat ein Würstchen gegessen. Das ist wahrscheinlich seine Höhle, ne? Ich weiß es nicht. Naja, mal schauen, wie es weitergeht. Unser Kollege wird er gefressen? Wahrscheinlich ja, oder? Ich glaube nicht, dass er überleben wird. Ich glaube es irgendwie nicht, Leute. Aber wie lange ist der Ladescreen? Soll ich einen Cut machen, oder warten wir gemeinsam entspannt am Lager? Alles klar. Der Bär ist irgendwie im Ruckeln und anscheinend ist er gekommen und wir sind rausgerannt. Gehe ich mal stark von aus. What? Where am I? Ich hoffe, ich habe noch wenigstens mein Wasser. I can't feel my fingers. Das ist nicht gut. Oh. Joel, I have to call him. Shit, I lost my gear. Na super. Ja. Wo gehen wir hin? Nochmal denselben Weg hier? Das war doch der Weg, oder? Oh, ja, super. Nee, das war nicht der Weg. Moment. Warte mal. Ist besser? Ja, oh, gehen wir einfach mal hier lang, ne? Ich weiß nicht. Hinten ist. Hot Springs. I need to get there. Abgeschlossen. Wir sind hier in Dietrich. Bohnen, Stoff und so Zeugs. Mit irgendeinem Werkzeug. Aber mit dem Dietrich geht's nicht, oder? Oh, ich habe keine Flasche mehr. Kann ich es hier reinziehen? Irgendein Werkzeug. Das heißt, finden wir gleich irgendwie noch eine Axt oder so? Was ist das hier überhaupt? Könnte man rein theoretisch hier hoch und dann da auf den Baumstumpf laufen? Ich glaube nicht, ne? Oh. Ach so. Ah. Okay. Dann machen wir uns gleich einen Knuppel. Warte mal, großer Ast und so. Craften. Achso, hier ist allgemein alles, was wir können. Zunder, Seil, bam, bam, bam. Weiß Holzbrett, Holzbecher und Schüssel. Ne, ich dachte, wir können vielleicht irgendeinen Knüppel machen oder so. Oh. Aber da ist noch ein bisschen Fleisch. Nimm doch ein bisschen mit. Wenigstens ein kleines Stückchen. So einmal in die Hosentasche rein.
Okay, dann werden wir... Na gut. Vielleicht keine so gute Idee. Aber ihr wisst, was ich meine. Oder ein Stück rohes Fleisch einfach knabbern. Bisschen essen. Jetzt hört sich nicht gut an. Was ist das? Einer mit dem Fallschirm, der hier nicht so gut gelandet ist. Der hat doch bestimmt irgendwas Nettes dabei, oder? Oh, fuck. He's dead. Ja, das ist klar, dass er tot ist. Aber hat der nichts irgendwie... Nichts Gutes dabei? Hab ich gerade einen Wolf knurren gehört. Don't think about it. Just go. Oh. Nein. Okay. Okay. Gut, dass er mich im Busch anscheinend nicht sieht. Das war knapp. Ich habe ja jetzt nicht mal irgendwie einen Ast dort zum Kämpfen. Oh. Und jetzt? Hä? Boah, warum hängt das auf einmal gerade? Lief doch ganze Zeit so gut. Oh, heiße Quelle. Aber warum ist es hier so... Finally. That feels much better. Ja. Das hat nicht lange gehalten. Was ist auf einmal los? Vorhin lief doch alles perfekt. Oh. Nein. Eine Hütte. What the fuck is wrong with me? Irgendwas hat mit dem nicht gestimmt. Mir lief doch alles so gut. Warum war es auf einmal so ruckelig gerade? I don't know. Haben wir noch irgendwas zum Sammeln, irgendwas zum Mitnehmen? Und vor allem, wem gehört diese Hütte? Egal. Ist wahrscheinlich meine alte Sons of the Forest Hütte. Okay. Kann ich mir hier irgendwas mitnehmen? Oh ja. Ob es so gut ist? Einfach direkt alles zu klauen? Wahrscheinlich ja. Holz. Das können wir eigentlich anzünden. Was sollten wir auch machen? Aufleuchten. Hallo? Brauch schon Feuerzeug erstmal. Spielzeug, okay. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber... Ah, hier können wir dann Sachen trocknen. Aha. Kann ich das obere hier auch einmal aufmachen? Ja, sehr gut. Einfach alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Oh, ein Cowboy-Hut. Würfel. Ich meine, wir könnten hier ein paar Bücher lesen. Wir könnten hier gut leben. Ich glaube, wir könnten hier echt gut leben, Leute. Noch irgendwas? Aber wer hat hier gelebt, beziehungsweise lebt hier noch irgendjemand? Und wie komme ich hier hoch? Müsste doch da hochkommen, oder? Beinstabilisator, gut.
Dann quäle ich den Mann nicht länger. Much better. Still, this cold is killing me. Kommen wir da hoch? Ich glaube, wir können da nicht hoch. Ja, wir können das einfach jetzt aber anzünden, oder? Ja. Ast, großer Ast. Weg, um ihn ins Feuer zu werfen. Ich weiß nicht, ob man aus einem vielleicht ein bisschen besser Kram macht. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt reingehauen? Eine Minute. Wird schon passen, oder? Joel. I hope you found Mike. I can't look for them right now. So, eine Bohnendose hauen wir mal rein. Und die essen wir mal. Wie viel mehr gibt das denn jetzt? 45. Ja gut, das ist gut, das ist gut. Genau, schlürf sie. Die Lampe sollte ich mal ausmachen und wir gehen Hayabubu machen. Ich könnte schlafen. Ich habe ein Trauma. Das ist schon mal gut. Ein Trauma haben ist immer gut. Ach so, ich kann nicht einstellen. Okay. Wir müssen anscheinend 7 Stunden schlafen. Aber wir haben da morgens. Das ist doch toll. Das ist doch wunderbar. Wird Wahnsinn aus. Die Überlebenszelte erhöhen ihres Traumas. Das ist natürlich nicht so gut. Wie werde ich dieses Trauma wieder los? Anpassungsstörung erfordert Auswahl eines neuen Symptoms. Wahnsinn schwächt jeweils eine Gehirnhälfte. Das ist überhaupt nicht gut. Symptome einer Überlebensdynamik, in denen Realität verzerren, wählen sie einen negativen Vorteil und was? Nur negativen Kram kriege ich? Warte mal. Psychose waren. Können als Halluzinationen erscheinen. Das, okay, das heißt, es wird nach und nach immer schwerer. Mhm. Traumatische Ereignisse fördern langsam ihren Tribut. Aha, du jetzt nicht, wenn du dich nicht um dich kümmerst. Kann ich jetzt was auswählen? Ach so, wählen. Das heißt, das habe ich schon. Ja, super. Was haben wir denn hier? Desorientierung. Also manchmal sieht es aus, ob da irgendwas verschlossen ist, aber anscheinend nicht. Nein, das nehmen wir nicht. Aha, schnelle Kopfbewegung. Okay. Aber das Ding ist, man erkennt die doch eigentlich, oder? Ansonsten würde ich sonst sagen, nehme ich mir das hier. Das könnte aber auch ziemlich nervig sein. Ich glaube, das ist die beste negative Eigenschaft erstmal. Better go back and get my stuff. I hope it's in one piece. Ich hoffe auch. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.